Frohe Ostern! Aber es ist zu spät, wenn ihr dieses Video seht. Ist Ostern vorbei? Wir feiern aber Ostern. Es ist Donnerstag vor Ostern und wir treffen uns hier mit ein paar Leuten in Essen. Guck mal, da stehen wir, da kommen jetzt noch ein paar und machen uns ein schönes Wochenende. Das ist der Reisemobilstellplatz. Für Karawanien gibt es dann nochmal extra Plätze und zwar in dem Bereich da hinten. Das zeige ich euch natürlich noch ausführlich. Was ich jetzt mache, ist die Sonne nutzen. Es sollte sich nämlich ein bisschen einregnen die nächsten Tage. Der Platz wird gerade, beziehungsweise ist in den letzten Zügen auf Vordermann gebracht zu werden. Traumhaft schön hier in der Ruhe. Da geht man hier raus. Dann kann man ewig spazieren gehen, Fahrrad fahren. In der Stadt ist man gleich. Also das liegt hervorragend. Sowieso die Radweganbindung hier im kompletten Ruhrgebiet ist mega. Genau, Campingparks hat auch diese schönen Fässer und Mobilheime. Die zeige ich euch natürlich noch in einem der nächsten Videos. Und guck mal, was hier ist. Hier testet man neue Lampen für die Ausleuchtung in der Nacht mit Solar. Und finde das schön mit dem Holz. Und zwei verschiedene Modelle, einmal rund, einmal eckig mit breiterem Licht oder breiterer Lichtausbeute, je nach Modell. Und die sehen richtig gut aus. Hab sie in der Nacht schon gesehen. Wie gesagt, die Fässer könnt ihr natürlich auch buchen. Es fängt auch überall an zu blühen. Und ich liebe das Frühjahr, wenn alles wieder schön wird. Ja? Das Grau hat uns ja eh mächtig genervt, die letzten Wochen und Monate. Und ich gehe mal ein Stück mit euch nach hinten. Also ihr seht, ein schönes Fleckchen Erde. Mehr oder weniger mitten in der Stadt. So, dann spazieren wir mal ein bisschen nach hinten. Hier haben natürlich viele Saisoncamper, die jetzt alle gerade aufschlagen, die ersten Arbeiten machen. Hier ist noch ein Haufen, der wird jetzt noch verteilt. Hier auch Hochwasser hat uns ein bisschen erwischt bei Knaus Campingparks. Also jetzt an Weihnachten wieder, da ist natürlich die Wiesen hier ein bisschen nass. Deswegen muss man ein bisschen gucken bei dem Regen, der gemeldet ist oder jetzt auch war, dass alle wirklich ein prima Plätzchen finden. Hier werden wir zwischen 6 und 10 Fahrzeuge auf den Karawanienplätzen, die ihr im Platzplan findet, verfügbar machen. Und hier geht es noch ein ganzes Stück nach hinten. Hinten gibt es auch noch ein zweites Sanitärgebäude. Es gibt auch die Möglichkeiten, normale in Anführungszeichen zu buchen. Es gibt jetzt Komfortbäder, Privatbäder. Da hinten seht ihr vielleicht die braunen Häuschen. Die kann man auch dazu mieten. Kriegst du dann einen Schlüssel und hast du während des Aufenthalts dein eigenes Bad. Bei Karawanien ist das nicht inklusive, da haben wir aber dann unsere Möglichkeiten in den beiden Sanitärgebäuden. Bitte richtet euch nach den Schrankenöffnungszeiten hier in Essen. Eigentlich 24 Stunden Check-in, das werden wir dann im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr angehen, dass das funktioniert. Ja, und so läuft es in Karawanien. Hinfahren, kurz mit dem QR-Code einchecken. Und los geht das schöne Kurzzeiturlaub. Maximale Aufenthaltsdauer 7 Nächte. Und was haben wir denn noch? Strom ist dabei, Sanitär ist dabei, Fernentsorgung, WLAN, Hund, alle Mitreisenden. Und bitte verhaltet euch ein bisschen nach den Stellplatzregeln. Das heißt, die Plätze haben wir ein bisschen kleiner gehalten, als wir normal auf dem Campingplatz üblich sind. Das heißt also, ein Platz ist dann möglich für zwei Fahrzeuge, je nach Größe. Aber die Flächen liegen so nah beieinander, dass ihr auch in Gruppen anreisen könnt. Das heißt, also wir machen es uns da gemütlich. Gruppe heißt ab 2 Personen, glaube ich. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Fernentsorgung ist auch hier vorne mit einem Automaten. Da steht gerade ein Pössl drauf. Und machen sich frisch. Da haben wir einen schönen Spielplatz, gerade frisch gemäht. Und der Camperclean-Automat gibt aber auch noch eine manuelle Entsorgung, also der normale Weg der Entleerung. Wenn ihr die 3 Euro nicht einwerfen wollt, ist dann am anderen Ende im Sanitärgebäude 2. Und das Sanitärgebäude 1 ist genau hier, wo wir drauf zulaufen. Übrigens, nettes italienisches Lokal. Neben der Entsorgung ist natürlich auch, hallo, den Mann stelle ich euch noch vor mit seiner Herzallerliebsten. Das machen wir nachher. Danke fürs Winken.
Die haben natürlich jetzt Arbeit mit den anreisenden Gästen. Check-in läuft jetzt für Ostern. Und wir werden auch schon noch die Chance haben, dass wir sie ins Bild rücken. Und ins rechte Bild muss man sie nicht rücken, weil das sind ganz liebe Menschen. Wir kennen uns schon jetzt ein bisschen. Wir waren gestern Abend auch noch essen miteinander. Essen in Essen. Alter Gag, aber stimmt ja immer wieder. Und die beiden will ich euch nicht vorenthalten. Das sind richtig, richtig coole Campmanager hier bei Knaus Camping Parks. Interessantes Bild ist mir da gar nicht aufgefallen. Hier gibt es einen kleinen Kaffeeautomaten, einen neu renovierten Aufenthaltsraum mit Spüle, mit Kochplatten, wenn das jemand nutzen möchte, Spülmaschine, bisschen hinsetzen, kleine Tauschbibliothek und einen Fernseher, könnt ihr miteinander EM jubeln. Übrigens gleich mal ein Hinweis, während der EM ist hier voll. Also ganz viele Fans, die dann eben zu den Stadien pilgern. Auf vielen Plätzen sind wir da bereits jetzt ausgebucht. Hier kann man aber wunderschön sitzen. Ich finde, diese Gebäude haben absoluten Charme. Das ist so, dass es einfach in der Region perfekt passt. Ja, Zeche, da sehen wir es. Eine Lore, habe ich gelernt. Danke, Fräulein Lore, letztes Jahr in Dülmen. Wie das heißt, als Bayer wusste ich das nicht direkt, weil... Ja, Bergbau ist bei uns nicht so die Geschichte. Dusche Herren, hervorragende Duschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier Platz zum Rasieren und große Duschen mit Regendusche. Toilette gegenüber, ich glaube, das muss ich euch nicht extra erklären, wie das funktioniert. Das haben wir alle mal gelernt. Waschen und trocknen, Wash and Dry mit der WeWash App. Muss ich übrigens morgen noch machen, bevor es weitergeht nach Haren und nach Meppen und dann an die Nordseeküste. Aber das ist super easy. Zweimal trocknen, zweimal waschen. Und jetzt gehe ich mal kurz raus und warte, bis der NRW-Olli kommt. Und dann hole ich den NRW-Olli an der Einfahrt ab. Und dann gehen wir mal kurz in die Rezeption. Also bleibt dran. Alle Infos kriegt ihr natürlich im Netz und vor Ort. Da seht ihr den Platz nochmal im Überblick. Aber wie schon gesagt, der Platzplan hängt auch auf caravanien.de. Unter Essen. Vollkommen klar. Also, bis gleich. Ja, machen wir noch einen schönen Übergang hier mit den Pflanzen. Frohe Ostern und ich muss schon wieder weiter. Ich würde gern bei euch bleiben. Ist echt schön. In Essen. Knaus Campingpark Essen. Oh. Guten Morgen. Hallo. Damit euch alle in Zukunft erkennen, ich hoffe, es kommen ganz viele nach Caravanien bzw. in den Knaus Campingpark in Essen. Ihr seid ein Jahr dabei. Richtig. Und ich sage immer, willst du dich mal kurz vorstellen für den kleinen Camper Tobi? Sehr, sehr gerne. Also ich bin Susanne, wir, Thomas und ich machen das jetzt seit Februar letzten Jahres, fühlen uns super wohl hier in Essen. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich hier bei uns erscheint. Das sehe ich genauso. Das ist schön. Wir sehen auch im Hintergrund und ganz lieben Dank an den Herrn, der ganz kurz wartet, bis er seine Brötchen holt, weil wir haben Take Nummer 43 jetzt. Es geht halt was ab hier. Das ist sehr schön. Zum Glück. Ich habe schönes Wetter erwischt, um den Platz zu zeigen. Jetzt ist es ein bisschen diesiger geworden, aber warm. Ja. Und jetzt geht hier die Hauptreisesaison los. Und ich bin immer begeistert, was man bei euch alles machen kann. Ich habe gerade hier diese tolle Infoplattform, kann man schon fast sagen, gesehen, mit den ganzen vielen Möglichkeiten. Essen ist echt ein Besuch wert. Ich habe das erst hier durch den Platz kennengelernt. Auf jeden Fall. Wir haben jede Menge Fahrradstrecken. Ihr könnt wandern ohne Ende, wenn ihr möchtet. Wir haben den Baldener See direkt um die Ecke, damit ihr Wassersport betreiben könnt. Wir haben eine eigene Substation, wo ihr die Möglichkeit habt, euch Subs auszuleihen. Also von daher, zu tun ist genug. Kommt vorbei. Wir ja, ich denke uns. Auch. Mit dem Fahrrad kommst du überall hin, im definitiv. Ganzen Umkreis. Ja. Gibt sogar Hügel. Für uns Bayern sind das jetzt keine Berge, für euch wahrscheinlich eher Berge, aber für mich eher Hügel. Ja. Da lachen sie. Aber für den Flachland Norddeutschen ist es schon sehr hügelig. Da darfst du ruhig den Tiroler sagen, auf YouTube darf man das machen. Das ist wirklich schön. Und du kommst auch komplett um den ganzen Pott rum oder in den ganzen Pott rein. Ja. Also die Anbindung ist so, du musst auch kaum auf Hauptstraßen ausweichen. Sehr, sehr wenig. Es gibt ja die alten Bahntrassen, die ausgebaut wurden.
Und da könnt ihr dann im Grunde genommen fast einmal ums Ruhrgebiet drumherum. Das ist ziemlich cool. Ich danke für alles. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Pfingsten spätestens komme ich wieder, dann gehen wir mal gemeinsam über den Platz, wenn wir richtig schön Sonne haben und dann erfahren wir mehr von euch, oder? Gerne. Sehr gerne. Machen wir. Vielen Dank. Ich verschwinde, weil hinter mir geht der Brötchenstau weiter. Okay, alles klar. Gute Fahrt. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald in Karawanien.